Ja, ich weiß, ihr wartet alle auf Videos. Es tut mir leid, ich hatte wirklich viel zu tun letzten Tagen und ich wollte euch einfach mal jetzt ein Video sagen, was eigentlich abging. Wieso kamen keine Videos? Ja, gut, der Grund dafür ist jetzt nicht wirklich spektakulär. Ich arbeite. Ja, das ist eigentlich schon alles, ja. Ich war am Arbeiten, ich habe ja am, das wissen auch einige, haben es mitbekommen, die mir auf Twitter und Instagram unter anderem folgen, ja, weil da poste ich immer so Sachen. Für die, die es nicht wissen, ich habe Twitter und Instagram und Facebook. Alle Links in der Beschreibung, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, was ich so am Tag mache und so, was ich allgemein in meinem Leben mache oder so, ne? Guckt mal vorbei, da poste ich wirklich regelmäßig Scheiße, fast jeden Tag. Zurück zum Thema. Wie gesagt, am 1. September hatte ich meine Ausbildung angefangen erneut, ja. Die geht jetzt 3 Jahre. Wieso erneut? Will ich nicht drüber reden, es dauert zu lange, würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr mal ein Video haben wollt, wo ich über meine Arbeit rede oder über alles, was ich gemacht habe schon, was ich momentan mache und so, weil es interessiert einige von euch. Dann würde ich sagen, bei 2000 Likes, ja, ist das Interesse von euch groß genug, dass ich darüber ein Video mache und euch ein bisschen was so sage, was ich eigentlich so, was ich momentan mache, weil viele denken, ich lebe von YouTube. Ich bin jetzt, viele denken, ich setze mich jeden Tag vor die Kamera hier, Chatroulette, dies und das, mache meine Videos und lebe davon. Schön wär's, aber das ist nicht der Fall, weil mit YouTube-Einnahmen in meiner Größe kann man nicht viel verdienen. Also nicht so viel, dass man davon leben kann. Zurück zum Thema. Ist ein ganz, guck mal, ich springe mal von Thema zu Thema. Das ist ganz, ganz schlimm. Deswegen, ich versuche mir knapp und kurz zu halten, ja. So, wie gesagt, ich habe viel zu tun gehabt. Ich war wirklich von morgens bis abends, teilweise bis in die Nacht unterwegs, am Arbeiten. Kam nach Hause, war platt. Bin dann irgendwie noch zum Sport gegangen oder so. Oder halt, hab halt was mit meiner Freundin gemacht. Aber das war es im Prinzip auch schon, weil du kommst dann einfach zu nichts mehr. Du bist auch wirklich tot, ja. Und dann hast du auch keinen Bock mehr, dich vor den PC zu setzen, irgendwie Videos zu machen. Alleine, ich habe allein schon seit 3, 4 Wochen nicht mehr gezockt. Ich weiß nicht, weil ich letztes Mal gezockt hatte. Seit der Gamescom eigentlich gar nicht mehr. Das ist krass. Und ich war immer eine Person, die wirklich viel gespielt hatte. Und ich habe einfach nichts mehr gezockt. Ja, das zeigt eigentlich schon, wie wenig Zeit ich habe. Oder wie wenig Bock ich darauf auch habe. Ich halt, Bock auf YouTube habe ich. Ja, versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe Bock auf YouTube. Ich will auch Videos machen. Aber die kosten halt auch Zeit und Energie. Und wenn ich Tage frei haben sollte, das kommt auch mal wieder vor. Zum Beispiel morgen, am Mittwoch, habe ich einen Tag frei, da werde ich mich ransetzen, ein paar Videos aufnehmen. Vor allem auch Chatroulette. Ich weiß, ihr wartet alle darauf. Ich habe ja keinen bestimmten Plan oder so, was ich was hochlade. Das könnte ich auch gar nicht machen, weil meine Arbeit ist halt so gestrickt, dass ich keine bestimmten oder keine festen Arbeitszeiten habe. Die Arbeitszeiten, die variieren von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Das ist halt gerade das Krasse an der Arbeit. Das macht halt auch Spaß, weil du bist natürlich unterwegs. Ist halt immer wieder was anderes, aber ist halt auch dementsprechend anstrengend. Gut, das war's eigentlich von diesem Video. Ich wollte euch nicht im Ungewissen lassen, deswegen rede ich jetzt hier mit euch darüber, ja. Nicht, dass ihr irgendwie denkt, ich bin tot oder so, weil viele denken es. Es gibt Leute, die denken, ich bin tot, oder ich bin ausgewandert. Ich bin aber auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, hab keinen Bock mehr auf YouTube, so ist es nicht. Ich bin auch nicht schwul oder so, nee. Ich habe einfach viel zu tun auf Arbeit, das ist alles. Wie gesagt, Chatroulette kommt die Tage, keine Angst. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.